So Leute, willkommen zur Königreich der Unterhaltung, meine Damen und Herren. Wir sind hier, um wieder abzugehen mit dem dunklen Magier, falls ihr neu seid. Ich sage euch nicht mal, abonniert meinen Kanal, weil wenn ihr das Video nur ein paar Minuten guckt, werdet ihr schon hoffentlich genug Unterhaltung spüren und selbst auf die Idee kommen, denken, wow, der Typ ist geil, ich möchte seine Videos nicht verpassen. Okay, wir beginnen jetzt mit den Duellen. Wir haben im letzten Video ein Platt 1 Deck besiegt. War ein krasser Start, war ein wirklich krasser Start. Wir werden natürlich auch im Platinum verlieren, Leute. Also abonniert mich und schaut mir nicht zu, nur weil ihr denkt, ich gewinne alle Spiele. Das tue ich nicht. Ich plane auch nicht nur Spiele hochzuladen, die ich gewinne. Ich lade einfach alles hoch. Ich drehe einmal an einem Tag 6, 7 Duelle und dann lade ich sie hoch. So, und das ist mein zweiter Duell. Also wir haben nicht so gut gezogen. Nicht, überhaupt nicht gut gezogen. Würde ich sogar fast meinen. Mir fallen schon ein paar Strategien ein. So ist es nicht, ne? Okay. Das Problem ist, wir haben kaum unser Magie- und Feindkarten gezogen, ne? Und dadurch sind wir jetzt gerade extrem gehandicapt. Wir beschwören den dunklen Magier in Angriffsposition und hoffen eigentlich, dass der Gegner noch schlechter gezogen hat. Wir haben zumindest zwei Karten, die nicht so schlecht sind im Negieren. Wir können Aschenblüte verwenden, wir können unendliche Beständigkeit, unendliche Unbeständigkeit verwenden. Und wir können unseren dunklen Magier durch Kampf protecten, falls ein Monster, das stärker ist, uns angreift. Aber das waren auch unsere Optionen. So im Nachhinein hätte ich vielleicht das dunkle Magiermädchen beschwören sollen. Aber gut. So wichtig ist das nicht, weil wir können das dunkle Magiermädchen jederzeit abwerfen. Wir haben schon mal eine super Karte zum Abwehren, weil zwei Karten geben, nein. Also er hat sein Extra-Deck verloren und wir haben sein extra zwei Karten negiert. Also er hat die Kosten bezahlt, aber nichts erhalten, Leute. Den Nutzen nicht erhalten. Okay, 5 Karten übrig. 5 Karten übrig. Okay, er macht eine Special Sum. Wenn wir jetzt wissen, was er beschwört, was will er wohl tun? Hat den Level 1 Monster und spielt ein Gimmick-Tag? Oder eher Level 7, 8? Wir gehen mal mit 7. Ah. Was? Ich schlag doch. Okay, das war 9. Ich dachte schon, schlag richtig. Okay, der ist ein komischer im Gimmick-Deck. Er wird irgendwie all seine Monster in den Friedhof schicken. Das ist sein Deck. Da fährt er auch Gras ist grün. Wie heißt das überhaupt, die Karte? Ich bin sehr gespannt, wie die Karte im Deutschen heißt. Nicht das. Nachbargras ist grüner. Es gibt so einen englischen Sprichwort. The grass is greener on the other side. Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Okay, ich hätte auf 1 tippen müssen. Seht ihr? Weil ich lag nicht so falsch. Aber was kann er denn? Weil wir können die Karte theoretisch negieren. Nein, wir werden es einfach nicht zulassen. Also wenn du... Also das ist meine letzte Karte, die ich theoretisch noch irgendwie abwehren kann. Aber ich halte es für wichtig, dass wir diese Karte abwehren. Ne? So, jetzt müssen wir einfach hoffen, dass er nichts mehr hat. Wir hoffen, dass er einfach die Runde beendet, dass wir ihn gestoppt haben. Also wenn er noch was rausreißt, dann fürchte ich, wenn wir nicht mehr viel reißen können. Er hat schon ethische Karten im Friedhof. Ne? Also... das ist nicht gut. Okay, ich glaube, er sieht nicht so gut für uns aus, Leute. Tut mir leid, aber ich denke, das wird ein schnelles Duell werden. So, und nun kommt Link 2. Okay, es fängt an. Oh. Was soll ich da tun, Leute? Also mit so einer Hand, es wäre jetzt nicht die allerschlechteste, aber wir haben alles gemacht, was wir tun könnten. Ne? Also wir haben vieles verändert, aber okay, Link Kuribo ist gut. Also wenn es dabei bleibt, werden wir nur 1500. Also wenn ich Link Kuribo sehe, okay, jetzt nicht. Weil normalerweise beenden die deren Zug bei Link Kuribo und ich wollte sagen, wenn ich Link Kuribo sehe, bin ich froh. Weil meistens nichts mehr kommt. Der Gegner ist noch immer nicht fertig mit seiner Runde. Das bereitet mir Sorgen. Er ist schon bei Link 3.
Ja, wir haben hier mehrere Probleme. Erstens, wir können keine Handkarten beschwören, die wir in der Hand haben, außer die auszubilden. Aber dann verlieren wir auch den Vorteil, dass wir den Gegner in der Battle-Phase ja, bezwingen können. Und nun, ja, nicht mal jetzt würde es was bringen. Ich denke, ich rieche hier eine Niederlage, Leute. Ich rieche eine Niederlage. So, okay, das war's. Das war's. Beende ruhig. Beende. Hast du verdient. Hast du verdient, Mio. Hast verdient, mein Freund. Also ich so ein Gimmick-Deck gemacht, aber es haut ja rein. Es haut ja rein. Oder ich hätte jetzt wirklich mein Ding gebraucht, ne? Um zu gewinnen, mein Zirkel. Wir applaudieren immer ruhig. Wir sind ja faire Spieler. Ja. So, ich schau mal, wie viele Minuten vergangen sind. 6 Minuten, gut. Dann für ein neues Duell lohnt es sich nicht. Ich habe aber ein paar Sachen zu erzählen, deshalb passt das. Ihr kennt ja bei mir. Wir füllen die letzten 10 Minuten, bis die 10 Minuten da sind. So, ne? Ich habe, Leute, Folgendes. Ich war schon bei Platt, habe da vieles ausprobiert, lief auch ganz gut und dann habe ich ein neues Deck ausprobiert. Ein neues Deck. Ich werde euch das Deck gleich enthüllen. Und ich habe gedacht, mein Dunkelmagier-Deck ist perfekt. Ich möchte jetzt ein anderes Deck ausprobieren. Und ich habe das versucht, den Feinschliff zu machen. Und es war super unterhaltsam, das Deck zu spielen. Das Problem war halt nur, es gewann halt nicht und mir fehlen 4 UR-Karten. Ne? Dann habe ich hier gesagt, okay, ich muss langsam Videos drehen. Ich muss wieder gewinnen. Direkt zu Dunkle Magie geswitcht. Win, 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 zack. Ne? Läuft. Und das Deck, was ich vorbereite, haltet euch fest, ist Exodia, Leute. Exodia, aber nicht dieses Exodia, was man in der ersten Runde spielt, 1000 Karten zieht, die Bibliothek auf dem Feld hat. Nein, ein Exodia-Deck mit Interaktion. Ein Deck, das ich bei keinem gesehen habe, dieses Exodia-Deck. Ich habe es bei keinem gesehen. Falls es irgendwer hat, dann ist es Zufall. Aber ich habe dieses Exodia-Deck wirklich bei keinem gesehen. Und ich finde die einfach geil. Ne? Das Deck ist so anders aufgebaut, so interessant aufgebaut. Das Geile daran ist, die Gegner wissen nicht mal, dass sie Exodia haben. Ich habe sogar ein Replay aufgenommen, wo ich Maxi angewandt habe und der Gegner, Alter, der wurde überrascht. Der hat mir so viele Karten auf die Hand gegeben, dass ich Exodia beschwören habe. Dieses Video will ich auch mal teilen. Nicht jetzt, nicht jetzt, aber das war einfach so ein Gefühl hatte ich lange nicht. Ne? Das war so ein richtig geiles Moment. Ne? So, Leute, ich schau mal nochmal, was ich noch tun. Ich zeige euch vielleicht die Wiederholung. Also, wenn ich schon so gesprochen habe, ne? Schauen wir uns mal die Wiederholung an. Ne? Ich würde das auch nochmal zeigen, die Wiederholung, wenn ich das Deck mal präsentiere, Leute. Weiß gar nicht, welches Deck das ist. Ich denke mal, das war es. Abspielen. Schaut, Leute. War es das? Ich mache jetzt etwas Freestyle, Leute. Falls ihr das nicht ist, nimmt es mir nicht übel. Wenn jetzt dieses Replay. Ich denke mal, das ist gut, wenn ich ein paar Replays mache. Genau, dieses Deck. Jetzt schau. Ne, 3 Karten gelegt, ne? Direkt Maxi, ne? Also das sind Karten, die. Ja, dazu komme ich doch. Eine Karte, um den Angriff abzuwehren, eine um Karten zu ziehen. Ne? Jetzt Maxigenes. Und das war so ein Gegner, der 70 Millionen Special Summon gemacht hat. Ne? Ich würde das Video nochmal. Das ist ein eigenes Video wert. Ne? Ich werde das auch in Zukunft noch hochladen, dieses Video, als separates Video, wo ich dann jeden Zug angeben werde für meine ja, loyalen Subscriber, die das jetzt schon sehen, Abonnenten. Ihr habt halt ein Preview. Wie ihr seht, ich ziehe und ziehe. Alter, dieses Duell war so cool. Ich habe ihn sowas gepanischt. Schaut mal, wie ich ziehe. Wie ihr seht, mein Deck ist darauf ausgelegt, dass ich den Gegner sogar Lebenspunkte gebe. Das ist so lustig, dieses Deck, was ich gebaut habe. Der Gegner interessiert das gar nicht. Ne? Der denkt, okay, ich mache mein Ding. Ich mache meine 17 Millionen Beschwörung. Ich habe bis jetzt in meinem ganzen Master-Duell-Karriere, er denkt so, ich habe ist ja in meinem ganzen Master-Duell-Karriere noch nie einen Nachteil davon gehabt. Ich spiele 70 Stunden alleine.
Der Gegner kann ruhig warten, kann quitten, wenn er will. Er wird eh nichts machen können, bla bla bla. Werden wir sehen, mein Freund. Werden wir sehen, mein Freund, dachte ich mir. Er schaufelt gerade sein eigenes Grab, ne? Also ich habe ja auch richtig Pech gehabt in dem Duell, ne? Exodia war ganz, ganz, ganz hinten, ne? Also die letzten 4-5 Karten, der letzte Teil, ne? So. Wir ziehen immer noch Leute. Also ich konnte meine Hand gar nicht sehen, ne? Das war so komisch. Ich bin sogar essen gegangen. Ich bin sogar essen gegangen, Leute. Ich schaue dem immer noch zu, ne? So geil, ihr seht meine ganze Hand. Ich ziehe und ziehe. Er hört einfach nicht auf. Er hört einfach nicht auf. Er weiß gar nicht, was ihn erwarten wird, Mann. Er weiß gar nicht, was er ihn erwarten wird. Und ich bin dran. Er macht irgendwelche Effekte. Ich lege alles ab. Ziehe Karten. Ne? Das sind alles Karten, womit ich Karten ziehe, ne? Dann werfe ich natürlich Max hier in meiner Runde ab, ne? Ich bin so verschwenderisch geworden, dass ich mir denke, okay, ich habe 3 Maxis in der Hand. Ich werfe jetzt eiskalt jede Runde einen ab, ne? Drag, 2 Karten gezogen. 2, nochmal 2. Nochmal 2. Nochmal 2. Gegner ist dran. Er denkt sich wahrscheinlich, diesem Jungen zeige ich es jetzt. Er wird keine weitere Runde überleben. Nein. Wir ziehen, ziehen. Guck mal, habt ihr gesehen? 4 Karten noch im Deck. Er hört einfach nicht auf. Er hört einfach nicht auf. Wir machen das jetzt langsam. Ne? Wir haben doppelte Geschwindigkeit gehabt, Leute. So. Er macht weiter. Er schaufelt sein Grab. Wir haben auch A gezogen. Er macht weiter. Letzten 302 Karten im Deck. Ne? Er macht weiter. Er spürt die Gefahr nicht mal. Und dann. Ich hätte gern sein Gesicht gesehen. Ich hätte sein Gesicht gesehen. Einfach Exodia gesammelt. Und dann die letzten 2. Er dachte wahrscheinlich, er kriegt mich Karten kaum. Unfassbar. Unfassbar. Drückt mir ein Like für dieses Video, Mann. Wenn ich welche so unterhaltsam Videos habe, werde ich das aufnehmen. Und falls mein Duell schneller vorbei ist, werde ich es mit euch so teilen. Ich denke, das ist eine gute Idee. Ne, Leute. Also, spammt keine Summoning, sonst kommt irgendein Typ wie ich, der Maxi habt und dann noch Exodia und ihr seid am Arsch. Okay, so, schönes Duellieren, Leute. Man sieht sich im nächsten Video bei.